Erstmal, Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Ich hatte ein 10er-Ei für euch vorbereitet. Ich bin leider drauf gekommen. Er ist schon gebrütet. Ist ein Lavita. RV-Check. Ich kenne die RV von Lavita schon lange nicht mehr auswendig. Die WP. Ja, ich hatte gestern aus Versehen, also wir waren ja auf Raid-Tour. Und da bleibt nicht immer Zeit. Vor allem nicht mit dem Pokéball Plus, weil der dreht ja automatisch. Nicht immer Zeit, einen 7er reinzustecken. Ich habe euch gestern Abend auf Instagram gefragt, welche Eier bevorzugt ihr momentan? Ich die 7er. Dementsprechend öffnen wir noch einen 7er. Wie gesagt, gestern auf Tour gewesen und das Go Plus oder der Ball dreht immer automatisch und dann ja, kriegt man ab und zu Eier, die man nicht haben will. Gestern dann 9. 10er Ei bekommen. Die 10er brüte ich oder allgemein Eier brüte ich nur auf Masse, wenn es halt irgendwie einen Staubbonus gibt. Also normal brüte ich die nicht. Ja, und abgesehen davon reden wir heute über den anderen IV-Rechner. Ich habe letztens, was heißt letztens, vor einiger geraumer Zeit über Kalki IV geredet und das vergleichen wir heute mit PokéGenie. Wie immer, das Event läuft, ich versuche noch ein paar Arenen einzunehmen. Deswegen auch die Idee, heute die zwei zu vergleichen, weil Kalki IV hat eine gute Funktion, womit man den Fortschritt der Arena sehen kann und wie lange es noch dauert, bis sie auf Gold kommt. PokéGenie, soweit ich das gesehen habe, leider nicht. Deswegen mache ich hier jetzt noch ein paar Arenen und dann schauen wir uns mal den Fortschritt an. Okay, wir nehmen hier schnell ein Flunkyfer-Raid mit für die 2000 Punkte. Ich brauche eigentlich keine Flunkyfer mehr. Ich habe zwei Shiny, einen 96er. Nur, ich dachte die ganze Zeit voll lange, das wäre ein 98er. Aber leider nur ein 96er, als ich das mal genau ausgerechnet habe. Ja, vielleicht haben wir ja auch mal Glück und das ist 98 aufwärts. Unser 98er Heatran kümmert sich drum. Und dann gehen wir, glaube ich, nach Hause. Also ich drehe noch ein paar Runden, aber zu Hause gehen wir dann über den Vergleich zwischen Kalki IV und PokéGenie. Vor allem, weil die Bildschirmaufnahme ja nicht funktioniert. Wenn ich Kalki IV zum Beispiel aktiviere, das Overlay. Komisch, weil auch wenn ich zum Beispiel streame und dann einen Freundescode scanne, dann bricht der Stream ab. Und ich weiß noch, Safari-Zone, 2017 die ganzen, da habe ich das aufgenommen, wie ich etwas eingescannt habe, den Code. War halt nicht der Freundescode, sondern der Code für das Ticket. Aber das hat funktioniert. Ich kann mich auch erinnern, ganz, ganz früh habe ich mal eine Folge zu Kalki IV gemacht. Da hat eigentlich auch alles geklappt mit Bildschirmaufnahme. Ich habe keine Ahnung, was ein 100er ist. Wir lassen uns überraschen. Aber wie gesagt, 2000 Punkte. Das wollen wir haben. Brauche ich die Bonbons? Weiß nicht. Ich schmeiß einfach mal. Okay, und direkt drin mit einem Curveball. IV-Check. So, wir sind wieder zu Hause. Wir haben sogar ein Video über Harry Potter Go rausgebracht. Heute kamen die ersten Infos. Ein paar kleine Einblicke wurden in das Spiel gewährt. Noch nicht allzu viel bekannt, aber der Hype kann so langsam loslegen. Ich bin gespannt auf das Spiel. Ihr könnt gerne vorbeischauen. Mal schauen, wie es so wird. Testen werde ich es auf jeden Fall. Ob es mir gefallen wird, ist natürlich eine andere Frage. Ansonsten Wetter. Pff, richtig verrückt, richtig tot, richtig heftig einfach nur. Da geht nicht viel draußen. Jetzt so, der kleine Vergleich. Ich habe hier beide Handys am Start. Es ist ruhig, kein Wind. Können wir direkt hier. Kalki IV. Und das ist auch noch Kalki IV, aber ich habe auf dem Handy beides auch PokéGenie drauf. Weil natürlich erstmal, wieso nicht beides? Wenn man schon einen hat, wieso dann nicht einfach beide? Wieso müsst ihr euch immer entscheiden? Wieso muss es immer so einen Krieg geben? Wieso nicht einfach das Beste aus beiden Welten? Oder wie Hannah Montana so schön gesagt hat. Das erste, was mir direkt auffällt, wenn ihr einfach auf Kalki IV geht, gleich am Anfang, da steht oben das Event und wie lange das noch läuft. Kleiner Pluspunkt für Kalki IV. Und dann geht ihr einfach auf Switch to Game. Jetzt muss man natürlich neu laden, weil in letzter Zeit stürzt es immer so ab. Wenn es kurz im Hintergrund ist, muss man es immer neu laden. Naja, was mir auffällt direkt, die Handhabung. Wenn ihr das zum Beispiel weghaben wollt, dann klickt ihr direkt da drauf, dann ist es weg. Auf das, was ihr haben wollt, das muss dann draufgeklickt werden und dann ist es weg. Und jetzt zum Beispiel im Gegensatz dazu, habt ihr zum Beispiel, ich habe jetzt hier beide, PokéGenie. Klickt ihr drauf, wird gescannt, okay? Wenn ihr da drauf klickt, passiert nichts. Ihr müsst auf die freie Fläche klicken. Ist ein kleiner Unterschied. Viele wird sich stören, aber mich stört's. Ich habe mich daran gewöhnt, das, was du weghaben willst, ja, da klickst du einfach drauf und das ist dann weg. Und hier musst du auf das klicken, was du sehen willst. Das bisschen
Wisst ihr, was ich meine? Das solltet ihr jetzt zum Beispiel weg. Instinktiv klicke ich drauf, aber das geht nicht weg. Ihr müsst hier drauf klicken, dann geht das weg. Ansonsten macht es eigentlich genau dasselbe. Es werden zum Beispiel auch noch die Attacken bewertet. Da steht dann zum Beispiel Schwert A. Also Schwertangriff A beste. Das ist eine ganz coole Sache. Und dann zum Beispiel hier bei Kalki V, was auch noch ganz cool ist, man kann die Max WP sehen. Okay, der ist eh Max. Aber zum Beispiel habe ich hier ein nicht gemaxtes Dragogran, okay? 3541. Wir drücken hier drauf. Max WP wäre 3700. Würde noch 78 Bonbons und 56.000 Sternstoff kosten. Kleines Feature, sehr nett, sehr interessant, sehr nützlich. Und im Vergleich dazu, Pokegenie, das hat es nicht. Kann man vielleicht einstellen? Ich habe noch nicht alle Möglichkeiten abgecheckt. Könnt ihr ja gerne unten in die Kommentare schreiben, ob man das im Pokegenie auch irgendwo sieht. Was bei KalkiV ein bisschen verwirrend ist, sind diese hier möglichen Werte, weil weiß ich genau, die EV ausrechnen kann, sondern nur eine Reichweite. Und dann hat es hier möglicherweise 14, 12 oder 13. Klar könnt ihr einfach auf den Text hier schauen und dann hier raussehen, rauslesen, was er es genau hat. Aber beim Pokegenie ist es halt viel leichter. Da steht es auch verwirrend. Aber wenn ihr hier runtergeht, dann seht ihr, was es sein kann. Es kann entweder 12, 12, 12 sein oder 14, 9, 12. Und da ich die Bewertung kenne, weiß ich, der ist 12, 12, 12. Ich erinnere mich noch, ich dachte, okay, alle drei Werte werden genannt. Habe ich gehört, soll krass sein. Aber nee, ist 12, 12, 12. In dem Fall finde ich Pokegenie besser. Dann haben mir ein paar Zuschauer gesagt, als ich letztes Mal KalkiV getestet habe, eine coole Funktion ist auch noch, man kann damit ganz leicht die Spitznamen einstellen. Und dann steht da zum Beispiel, das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, manche benutzen das, steht da halt zum Beispiel die V und dann die Movesets oder die V und dann diese Zahlen, 15 in dem schwarzen Kreis, 13 in dem weißen Kreis und so weiter. Gefällt mir persönlich nicht wirklich, finde ich nicht relevant. Ich schreibe einfach die Prozentzahl dahinter oder auf dem kleinen schreibe ich gar nichts dahinter. Also finde ich nicht unbedingt notwendig. Die Funktion hat Pokegenie aber auch, also da kriegen beide die Punkte. Da nehmen sich beide Seiten gegenseitig nichts. Was bei Pokegenie aber richtig cool ist, ist zum Beispiel Battle Simulator. Hab noch nicht genau herausgefunden, wie es funktioniert, weil ich klicke hier auf Simulate All, aber funktioniert irgendwie nicht. Da kam noch nichts. Aber falls man das checkt, ist es sicher cool. Ich benutze einfach Pokebattler. Hier sieht man zum Beispiel den Verlauf und der sieht halt ziemlich cool aus. Sehr übersichtlich. Und bei KalkiV, da finde ich es nicht so toll. Da sieht das Ganze halt so aus. Also da muss ich den Punkt auf jeden Fall Pokegenie geben. Ich meine, beide haben noch so extra Funktionen. Aber ich weiß nicht, wie oft man sowas verwendet. Zum Beispiel Pokegenie hat noch so ein Pokédex. Da stehen zum Beispiel die Basiswerte. Attack 118, aber ich weiß nicht, ob man sowas echt verwendet. Zum Beispiel hier Level 40 100%. Max Bisasam 1115. Level 15 477. Level 20 637. Wobei das schon ziemlich nützlich für zum Beispiel Quest nachschauen oder so. Aber bevor man hier nachschaut, klickt man einfach auf den Knopf und dann sieht man die IV, also, na, ich weiß nicht. Ja, schön zu haben, aber ganz ehrlich, wenn man sowas nachschaut, schaut man doch eh irgendwo im Internet nach. Da brauche ich das nicht extra auf meiner App, oder? Auf meiner IV-Rechner-App. Also das ist jetzt kein Faktor, der in meine Beurteilung spielt, ob ich jetzt Pokegenie oder Kalki-IV nehme. Schön, dass das hat, aber juckt mich das wirklich? Wenn mich das interessiert, wenn ich das brauche, dann schaue ich im Internet nach. So denke ich es mir halt. Dementsprechend kommen wir zum letzten Punkt. Nochmal zurück zu KalkiV. Und zwar kann der Arenen ausrechnen. Das finde ich einfach sehr, sehr nützlich. Und das benutze ich eigentlich am häufigsten. Seitdem ich beide drauf habe, benutze ich die eigentlich so gut wie gar nicht zum IV-Rechnen. Aber um Arenen auszurechnen, verwende ich das ständig. Schauen wir uns eine Arena an, in der ich gerade hocke. Alter St. Georg. Seit 8 Stunden. 91%. Brauche noch 1 Tag, 19 Stunden und 31 Minuten. Während des Events nur die Hälfte davon. Also rein theoretisch, wenn er noch einen Tag da drin hockt, dann ist die Arena auf Gold. Oder ich füttere 262 Bären da rein. Wie gesagt, während des Events 131 nur. Oder ich setze mich 27 Mal rein. Während des Events 13,5 Mal. Oder ich mache 3 Raids drauf. Während des Events 1,5 Raids. Sehr nützliche Information. Da kann man das ungefähr abschätzen. Dann weiß man auch, wie lange man leiden muss, bis die Arena auf Gold ist. Und momentan echt das, was ich am meisten verwende. Aber jetzt nochmal ein kleines Fazit. KalkiV, Vorteile. Auf jeden Fall das mit den Arenen scannen. Und am Anfang die Informationen, wie lange ein Event noch läuft. Das sind so die zwei Hauptpunkte, die mir gefallen. Und die Handhabung, dass wenn man hier drauf drückt, wenn man was gescannt hat, das dann wieder weggeht. Ist echt nicht schlimm, ist Geschmackssache. Was mir bei Pokegenie gefällt, die möglichen Werte, IV-Kombinationen, werden besser dargestellt. Und auch die History, der Verlauf, wird viel schöner und anschaulicher dargestellt. Also einfach die Grafik ist besser, sagen wir es mal so.
Dann hat es auch ein paar nette extra Features, wie diesen Pokédex und den Battle Simulator. Kleiner Pluspunkt, ob man es aber wirklich gebrauchen kann. Ja, das liegt an euch. Und der letzte Punkt war bei Kalki e.V. Da hat man noch gesehen, was die Max WP von dem Pokémon sein kann, wie viel Staub es noch braucht und wie viele Bonbons. Das ist auch eine sehr nette Funktion. Dementsprechend lehne ich zu Kalki e.V. Wobei, wie gesagt, man kann einfach beide verwenden, wieso nicht. Falls man mal das braucht, klickt man auf Kalki e.V. Falls man das andere braucht, klickt man auf Pokégenie. Es muss nicht immer diesen Battle geben. Man muss sich nicht entscheiden. Man kann einfach beide Apps drauf haben, wieso nicht. Auf jeden Fall, das war meine Meinung, mein Eindruck zu den beiden Apps. Beide Seiten haben ihre Vorteile. Beide Apps sind sehr nützlich, falls man sowas braucht. Falls nicht, dann halt nicht. Jeder wie er will. Auf jeden Fall Geschmackssache und persönliche Auslegung. Das war's jetzt mal wieder von mir, Leute. Schreibt unten in die Kommentare, welchen IV-Rechner ihr verwendet und welchen ihr bevorzugt. Seid ihr Team Kalki e.V. oder seid ihr Team Pokégenie? Oder seid ihr so wie ich und es juckt euch einfach nicht und ihr verwendet keine oder beide? Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.